Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gas Station Simulator. Ah, geil. Wir müssen heute mal wieder ein bisschen Druck machen. So wie die gerade hier auf der Toilette. Was? Dennis Rules? Das kann er voll vergessen. Das müssen wir direkt überstreichen. Also nicht direkt, aber bald. Wir haben keine Zeit dafür. Dennis Rules definitiv nicht an dieser Tankstelle hier. Er kann an jeder anderen Tankstelle rulen. Aber hier nicht. Ach, der Müll. Wir müssen echt aufpassen mit dem Müll, dass ich hier beim Vorbeilaufen nicht aus Versehen die Leute verprügel. Amelie ist ordentlich am Kassieren. Perfekt. Wir schrubben hier nochmal fix durch, weil die Sauberkeit sieht schon wieder... sieht schon wieder nicht so geil aus. So, Amelie. Und heute will ich keine Kundenbeschwerden hören. Hast du verstanden? Wehe, die gehen hier alle nicht mit einem Lächeln aus dem Laden. Ja, deine Schulter, komm. Gerade mal 2 Stunden gearbeitet. Ein bisschen kassiert, tut die Schulter weh. Setz dich doch hin. Was macht sie? Sie steht zur Hälfte im Hocker. Nackenprobleme hat sie auch. Na klar. Die Zigaretten sind leer. Hä? Amelie? Hast du die Wurst hier runtergeworfen? Das kannst du ja mal vollknicken. Können wir Leute mit der Wurst verkloppen? Komm schon. Wenn ich die mit der Wurst bewerfe ins Gesicht? Ah. Jawohl. Ach, meine Gute, es tut mir leid, aber ich musste dir eine Kackwurst ins Gesicht werfen. Guck mal, hier unten liegt sie. Ich hatte schon Angst, sie ist verloren gegangen. Können wir eigentlich auch Amelie eine Wurst ins Gesicht werfen? Hier, zum Chef oder was? Du spinnst wohl. Ich weiß nicht, ob das irgendwie als Mobbing am Arbeitsplatz zählt. Wenn man seiner Angestellten eine Kackwurst ins Gesicht wirft, ich hoffe nicht. Leute, was ist denn hier los? Die ganzen Newspaper fast alle leer. Wahnsinn, okay, wir müssen hier immer mal gucken. Guck mal, Eiscreme, jawohl, wir haben doch die Lieferung bekommen. Auch wieder viel zu viel bestellt. Guck mal hier, Zigaretten haben wir noch ein bisschen, aber auch nicht mehr viel. Moment, das war's? Nein! Nein! Hey, ich bin doch hier. Ach, komm schon. Er hat sich noch schön den Kopf gestoßen. Hä? Bitte sitzen beim Fahren. Ach shit, da waren wir ein bisschen zu langsam. Ich würde jetzt gern mal gucken. Wir müssen Bestellung machen. Und ich würde auch sehr gerne hier den Workshop upgraden. $450. Komm, wir ziehen durch. Geil, jetzt haben wir's. Wir gucken gleich mal rüber. Irgendwas hat sich getan. Wir haben auf jeden Fall hier Motoröl als Regal hinzubekommen. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich noch Öl nachfüllen. Wozu braucht man in einer Autowerkstatt bitte so eine Säge? Kapiere ich nicht. Wir gucken jetzt mal, ob wir neue Autoteile bestellen können. Ja, da unten Motoröl, 8,99 die Flasche. Das ist zum Glück relativ billig. Das ist geil. Bam, komm, da hauen wir hier mal 6 Stück durch. Fuffi, rausgehauen, kein Problem. Wir brauchen Reifen, aber der Kurs ist so schlecht. Nicht 2 bestellt, komm, wir bestellen jetzt einfach... Was? Was stand jetzt da? Lieferung ist unter... Ach so, ich kann immer nur ein was bestellen. Wir können immer nur eine Lieferung bestellen von denselben Sachen. Also einmal Autoteile oder einmal normale Produkte. Die haben anscheinend nur einen Lieferwagen, die Jungs. Wir bestellen jetzt mal die Müllabfuhr, einfach weil wir es schon so lange nicht mehr gemacht haben. Guck mal, hier steht ein Dollarzeichen. Nö, kostet anscheinend nichts. Komisch, dass da so ein Dollarzeichen daneben ist. Moin, moin! Oh, Muskelprolli! Wir brauchen gar keine Hebebühne hier. Machst du doch mit links. Heb du hoch, ich guck mal drunter, was los ist. Einen kaputten Spiegel. Wie, das war's? Das kannst du nicht selber, oder was? Mann, Mann, Mann. Hallo, der muss hier erstmal den Müll abholen. Spinnst du ein bisschen? Wir sitzen nun in der Karre. Guck mal hier, bis auf einen Millimeter ranfahren, ne? Ihr habt einen schweren Job, Jungs. Was machst denn du? Du zeigst ihr nochmal deinen Hintern, wa? Weil es dir egal ist. Hä? Hallo, nimm das mit. Hallo. Nö, den werfen wir dem noch ins Auto. Das kann er vergessen. Hallo. Jawohl. Ey, er ist wirklich drin geblieben. Ah nein, doch nicht. Auch Manu. Wir müssen noch 32 Kunden bedienen, 4 Autos reparieren und 13 Mal Trinkgeld erhalten. Ja, mit dem Trinkgeld ist gerade ein bisschen schwierig, aber wenn Amelie sowieso gleich in die Pause muss, können wir dann selber noch ein bisschen bedienen. Oh nein, wir haben kein Alkohol mehr. Die Leute werden unglücklich. Hier, komm Amelie, mach Pause. Hier, zack, hier und hier und hier und dann bestellen wir den ganzen Spaß mal. $182, ach, ist doch geschenkt. Aber was man der Amelie zugutehalten muss, die schrubbt immer ordentlich das Fließband.
Boah, der hat aber richtig Bock auf Eis hier. Pass auf wegen Hirnfrost und so, ne? Habt ihr es gesehen? Polizist drängelt den direkt weg. Er kann nichts machen, er ist das Gesetz. Ich hätte gern den ersten Kunden mit Motoröl. Was haben wir noch? Jawohl, ich glaube, die hat Motoröl. Jawohl, jawohl, jawohl. Das habe ich gar nicht gesehen. Geil. Moment. Ich bin sofort wieder da. Lieferung ist ja zum Glück schon da. Schnell holen, Motoröl auspacken. Und dann füllen wir ihr es hinein. Zack, rein damit und weiter mit dir. Da steht das schwarze Gold. Und einmal reinkippen mit dem... ihr neues Minispiel. Was muss ich tun? Ah, okay. Bam. War ein bisschen viel. Nicht so gut fürs Auto, zu viel Motoröl. Schäum das nämlich auf und dann kriegst du hier Kolbenfresser und so, ne? Aber sie ist zufrieden. Cool, $225. Ich muss mal nochmal zusammenrechnen, wie viel das Motoröl jetzt genau bringt. Ah, guck mal, was hier für eine Schlange ist. Mist, ich bin wieder voll von ausgegangen, dass Amelie noch hier steht. Ach, die müssen wir auch bald wieder bezahlen. Hä? Was ist mit ihm los? Weil er jetzt so lange warten musste? Ja, ist schrecklich. Tut mir ja leid. Ja, es stinkt ein bisschen hier in der Bude. Dafür ist alles 10 Cent günstiger als bei der Tankstelle gegenüber. Ach, guck mal. Wir können hier mit dir sprechen übers Telefon, oder was? Ah, ich muss gar nicht jedes Mal hinterrennen. Cool, dass ich es jetzt rauskrieg. Wie sieht's denn aus? Bezahlung, $117. Hat sie bekommen? Aufgabenliste? Bediene Kasse. Sie ist auf dem Weg. Perfekto. Sehe ich jetzt... Ah, Statistiken. Guck mal. Cash Register ist sie mittlerweile auf der 7. Angestellten Wohnmobile. Ein zweiter Wohnwagen, um mehr Angestellte unterzubringen. Damit wird der erste Schritt zu einer kleinen Nachbarschaft geschaffen. Ich möchte meine Mitarbeiter nicht als Nachbar haben. Wirklich nicht. Kraftstoffstatus niedrig. Ach Mann. Moment, wir lassen den erstmal hoch, dass der uns nicht abhaut. Und dann bestellen wir fix was beim Elon. Ich bin auch doof. Jetzt bin ich hier rübergerannt zur Kasse, obwohl wir ja in der Werkstatt auch einen guten Computer stehen haben. 200 Liter, $450. Es tut immer so weh. Diesmal treffen wir besser. Ich muss ein bisschen vorher loslassen. Na, guck mal, ich kann... Ach so, ich kann immer noch einen Schluck nachgießen. Geht noch ein Stück. Finde ich cool, dass das sogar hier animiert ist, dass das an dem Ding hochgeht. Das ist Kennys komplett Kfz-Service hier. Alles zum doppelten Preis, dafür halb so schnell. Ab in die Pampa mit dem Ding. Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen weiterwerfen, aber ich bin leider zu lauchig. Hier können wir noch was reinschmeißen. Wir haben immer noch zu viel, hier ist nichts mehr. Hä? Ach nein, jetzt habe ich so ein Eis genommen. Ich höre hier die Toilette, weil die dahinter ist. Was sind denn das für Wände? Überhaupt nicht gedämmt oder was? Ah, er schnappt gleich zu, jawohl. Ja, da haben wir... Ach, Elon, heute mal wieder privat da. Alles klar, mein Freund. Mist, ey, hier unten wieder was ausgelaufen. Hier, für dich. Da hinten kommt schon die Lieferung. Die sind immer so mega schnell, die Jungs. Ja, mit dem Zeug. Dann sind die Lagerregale aber auch schon wieder wirklich so gut wie voll. Jo, das war's. Komm, Tür zu. Und was ich die ganze Zeit schon mit euch machen wollte. Wir spielen jetzt mal eine Runde. Also die Ansicht ist komisch, weil der Truck noch da ist. Ach, das muss einfach mal sein. Wir haben so viel Stress in der Tankstelle. Oh nein, was habe ich getan? Oh, ich bin irgendwie wieder rausgegangen. Okay. Ja, cool. Weiß ich nicht. Vielleicht kann man da richtig coole Lieder spielen. Ich google mal, ob ich da irgendwie Nothing Else Matters oder so rauskriege. So, Leute. Wir machen jetzt erstmal Schluss an der Stelle. War mal wieder stressig ohne Ende. Dafür haben wir uns zum Ende der Folge eine kleine Auszeit einer Gitarre gegönnt. Wir haben es leider nicht ganz geschafft mit den Zielen, werden wir aber nächste Folge definitiv schaffen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns übermorgen 17 Uhr wieder. Bis dahin, macht's gut!